Ich bin da. Dennoch. Oh. 51.000? Hm. 59.000. Weiter geht's. Aber ich will gerade gucken, was ich dafür Post gekriegt habe. Waffe. Warte mal. Waffen. Warte mal, was zwei Stück ist das? Waffe. Waffe. Die sind bestimmt kacke. Ja, die meisten nicht? Die meisten immer so extra. Warte mal, das ist das Ding. Scheiße. Was hat mir da? Ein Sniper. Und eine Vollautomatikpistole ist immer sehr, sehr sexy. Ja, aber die sind nicht besser als meine Sachen, die ich hab. Du hast Feinde, ich hab Munition. Auf jeden Fall. Tschüss. Immer gerne, Kammerjäger. Ja, aber ich hab auch weniger Kohle als du, weil ich doch so oft gestorben bin. Greif heute noch zu, jetzt kauf schon was. Solange du Puls und ein Konto hast, kannst du jeden. Besser, also kann die weg. Die würde ich auch nur nehmen, weil die Schaden macht. Ja. Da vorgelaufen? Ja, ja. Ich nutze die Schlitterparty, um vorwärts zu kommen. So. Ist ja kein Problem. Ich lebe ja wie Kaugummi an deinem Arsch. Ja, ich merk das schon. KDK, Finger in den Arsch. Du hast gerade falsch laufen? Naja, wenn du so schnell. Ich weiß, wie schnell ich noch zusätzlich springe dabei. Ja, ja, du mich auch. Es wäre cooler, wenn das Team kompatibel wäre. Willkommen im Schenkelland. Töte sie alle. Ein Schenkelfanatiker, ja! Oh, das Fass. Kühe Fass. Das gefällt mir. Das war nice, was meinst du? Ja, ist doch Kryo. Ja, ja. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Oh, bist vereist worden. Töte Dings. La 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 la. Oh, der ist runtergerutscht. Ich bin runtergepumpt. Genau hier, genau jetzt. Holt euch ihre Augen. Wow. Ja, 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 warum nicht, warum nicht, warum nicht? Ich fand Troy immer besser. Da, ich hab's gesagt. Das hier ist die Schenke. Zu krass. Okay. Passiert nichts, okay. Vielleicht müssen wir noch irgendwas einsetzen hier. Oh, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Tyrene wird Suppe aus deinem Schädel trinken. Kalte Suppe! Na lecker. Halt schnell weiter, ich sammle jetzt das Gold ein. Kommst du nicht hier? Taschenrex! Du hast es voll drauf, aber mach dich auf was gefasst. Wenn das hier vorbei ist, hab ich vielleicht einen Job für dich. Je nachdem, was mit Henkel passiert. Finde Henkels Zelle. Sie muss in der Nähe sein. Wir sind jetzt auf dem Blutspfad. Yeah. Henkel und ich, wir müssen reden. Persönlich. Ansonsten sind die Fingerbeißer und die Schenkel auf dem Blutspfad. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Ja, wo kommst du denn her? Mit diesen ganzen Erfolge. Oh,
gibt immer extra Post. Weg hinauf! Ich muss sicher gehen, dass es Henkel ist. Ich muss. Das ist er nicht. Ich kenne jede Narbe auf Henkels Körper. Die sind hinterhältig, diese Schenkel. Sieh dich um. Tada. So. Guck mal, so hätten wir das Schenkelland nicht entdeckt. Hm? Schenkelland, ich finde das immer so geil. Ja, die Namen sind immer so geil. Oh. Die Schenkel haben Henkel nicht verdient. Er ist einer der Besten. Dieser ganze Laden wird irgendwann uns gehören. So viele Sachen! Wer hat sich geschenkt? Das ist Schenkelland! Verpiss dich! Wow. Sieg. Nerven. Egal, ich bleib einfach hier stehen. Ja. Hi. Noch da. Leute wie dich gebrauchen. Komm her! Das ist mein Guten. Da hinten sind auch noch Kisten oder was? Ich hab mich schon gefragt, wo ich die hin habe. Mein Name Munition frisst, ey. Zur Hölle bist du? Ramston hat mich geschickt, dich zu finden, Henkel. Gern geschehen. Ramston? Du arbeitest für Ramston, den Fingerlosen, der die Finger seiner Feinde zum Spaß futtert? Die Schenkel haben mich vor ihm versteckt und du hast ihn direkt zu mir geführt. Ich bin ein toter Mann. Von meinen Griffel kann ich mich verabschieden. Es sei denn... Ja, du bist doch ein Killer, oder? Halt den Kerl von meinen Fingern fern und ich werde mich erkenntlich zeigen. Klopf, klopf. Lass mich rein, Kammerjäger. Henkel hat meine Lieblingswumme geklaut und die Beißer verlassen. Ich muss mit meinem guten Kumpel sprechen und das regeln. Also töten. Tu's nicht! Er ist ein Monster! Er wird dich hintergehen! Beschütze mich! Wie viele Waffen haben jetzt schon? Ich geb dir meinen persönlichen Schild! Mach einfach die Tür auf und ich nage die Waffe aus seinen heißen, köstlichen. Wen wollen wir jetzt machen? Und gib sie dir. Bleib mir beim Leib, du irrer Mistkerl! Henkel, Kumpel, es ist Zeit Entscheide für ein persönliches du. Gespräch. Okay. Bleib in deinem Revier, Ramston. Wenn du in deinem Revier bleibst, bleibe ich in meinem. Nee, Kumpel, so läuft das nicht. Wir sind jetzt auf dem Blutspfad. Hey. Oh ja, wir sind jetzt auf dem Blutspfad. Ja, deswegen geht's ich voll. Mag meine Finger! Sicher tust du das, Kumpel. Ich allerdings hey, weg auch. Mit dir. Wir sind jetzt auf dem Blutspfad. Ihr sterbt jetzt alle, die auf dem Blutspfad sind. Also ich finde das ganz entspannt in der Kuppel. Ihr muss man nicht viel machen. Du hast gegen Ramston den Fingerlosen gekämpft und überlebt. Das respektiere ich. Hier ist wie versprochen mein Schild. Okay. Und jetzt sieh zu, dass du das Schenkelland verlässt. Zeit für den Wiederaufbau, falls die Beißer sich für Ramston rächen wollen. Mission abgeschlossen. Ein Schild. Sehe ich nichts von. Ladeverzögerung geht runter. Overzität hoch bei mir. Ja komm, nehme ich das mal. Kitzelt ein bisschen. Hm. Ach, gut, ich lasse mal mein Schild nur dran, hat noch 732. Ja. Episch, 224. Ja, ja. Jetzt kommst du hier oben auch durch. Ja, ja. Und er kommt schon wieder angeflitzt. Ist hier unten irgendwas? Nee, noch nicht.
Ein praktischer Trick. Looten, looten, looten. Tresore öffnen. War nicht mehr, nur Tresore. Schon geöffnet. Ja. Hi. Ach, guck mal. Und was zeigt denn die Karte jetzt an? Okay, kleine Gebiete haben wir halt noch. Alles minimal. Was ist denn drin? Das eine Ding, wo wir nicht durchkamen. Aber da unten ist so ein Tiefenraum da vorne, ne? Siehst du das? Kannst du ihn hier am Anfang? Das ist einfach. Ne, am Ende ist das. Das ist ein Raum, der irgendwie unten ist. Ich kann dir das nicht markieren, weil du es nicht siehst. Wenn du wieder nicht rechts rumgehst, wo der Verkaufsladen ist, der Anfangspunkt, sondern links runter gehst. Kannst die Karte ja drehen. Da ist unten noch ein Raum. Ja, aber das ist die Tür, die ich schon hatte. Doch, meinst du ein länglicher, oder was? Tausendmal billiger. Jetzt lang gehen. Hier rechts. Okay. Gehen wir nach China runter. Ja, da wollte ich nicht lang gehen. Ich weiß das gar nicht. Ich wollte nur gucken, ob man da jetzt reinkommt. Mehr nicht. Kommt man auch nicht. Naja. Weil ich noch hier irgendwas im. Was immer das ist, ich. Wir müssen. Vorne. Da vorne. Dann links schräg hoch, okay. Ich lauf dir einfach mal hinterher. Ach, da warst du drin, Asuka. Das war bestimmt dieser Kyro-Raum. Dann weiß ich, welcher das ist. War da drin. Da drin, ja. Er ist voll den Arsch gekriegt. Ja, mach, dann ruhig. Ja, hier, ne? Okay. Ich hab einen Sniper-Schuss in den Arsch gekriegt. Schuld ist weg. Wir haben halt jetzt zwei Wegpunkte, ne? Es sind die gleichen wie die Ausgangspunkte. Oh. Hast du dich da hingeportet? Oh ja. Ich kann auch von hier auch reisen, deswegen, es geht ja. Weil ich weiß ja nicht, wo wir hin müssen, wenn wir Hemlock. Obwohl, ist ja die Story-Mission. Ja. Soll ich reisen? Ja. Minuten. Hoch, wo wir hin. Lal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 
Vielleicht daran wären. Man sieht sich! Kammerjäger, du bist einfach großartig. Du hast es geschafft. Jetzt stehe ich echt in deiner Schuld. Kammerjäger, meine Schwester hat dich kontaktiert, nicht wahr? Ja, Aurelia wollte mich bezahlen, Eden 6 zu verlassen. Diese verdammte Harpie! Alles, was dir Aurelia mit einer Hand reicht, soll dich nur vom Messer in der anderen Hand ablenken. Sobald du diese Villa betrittst, wird sie versuchen, dich zu töten. Und genau deswegen gehen wir. Winnie! Kammerjäger, wir stehen in deiner Schuld, seit du Alistair aus den Fängen der Fanatiker gerettet hast. Und dein Jacobs steht zu seinem Wort. Ich besorge dir den Kammerschlüssel, aber das bedeutet, dass wir gemeinsam in den Bau dieser Harpie gehen. Ja, bitte. Der Schlüssel befindet sich seit Generationen im Besitz meiner Familie, aber sein Versteck ist ein Geheimnis, das mein Vater mit ins Grab nahm. Nimm Aurelias Einladung an und beschäftige sie, während ich die Villa nach dem Schlüssel durchsuche. Okay. Müssen wir jetzt wohin? Dass ich hier sein darf. So, guck mal, da unten ist noch so ein Punkt. Pipe-Block. Okay. Ja, wir müssen da eh lang. Dann geht's, Jor. Ja. Komm nicht ohne Banditenkopf zurück. Hast du? Wenn du meine Schwester treffen musst, will ich offen sein. Aurelia ist eine der wohlhabendsten Kreaturen der Galaxis, aber lass dich von ihren feinen Fummeln und den kostbaren Juwelen, die sie trägt, nicht täuschen. Sie hat das Herz eines Banditen. Sie nimmt sich, was sie will. Sie glaubt nur an sich selbst. Hätte sie Tyrenes Charisma und Troys Verschlagenheit, hätte sie schon längst einen eigenen Kult gegründet. In den Kalypsos hat sie ihre wahre Familie gefunden. So, dann wollen wir mal. Jo. Oh, ich fahr entspannt hier durch. Warte mal, hier ist das. Ich hatte immer gehört, dass Eden 6 zum Paradiessystem gehört. Jo, mach mal mein Fahrzeug kaputt. Ich bin für eine Kammerjägersache hierher gekommen. Na klar. Ich glaube, wir müssen hier lang. Eden 6 ist viel, aber ganz sicher kein Paradies. Und 3. Genau. Das sind immer 3. Ja. Genau. Einmal Clap, glaube ich, noch zusätzlich. Ja, ja. Aber ist schon praktisch sowas. Warte mal, da kommen wir nicht lang. Also müssen wir da oben bestimmt lang. Mach mal alles kaputt, wenn du durchfährst. Kommst da nicht durch. Wir müssen laufen. Lauf so ungern. Jacobs Estage. Beim Handgemenge Skillbaum der Sirene geht aus. Es ist um Nahkampf und Überleben. Ganz nach dem Motto. Reach out und punch. Was? Keine Ahnung. Wir sind mal zu schnell weg, der Text. Ah, die Hure will bezahlt werden. Ich wusste, dass du kommst. Die Loyalität eines Kammerjägers ist immer käuflich. Wie nett. Komm zur Villa und du bekommst dein Geld. Ja. Mal Fotze. Wenn sie dir viele Kills bringen. Munition? Ohne ist man einfach nur ein Weichei. Spott. Irgendwas. Zu viel Geld und zu wenig Blut? Dann bist du hier richtig. Ja. Okay, ich will der dumme Fernseher. Ich bin betrunken. Und du bist es auch. Und genau darum hörst du dir jetzt an, was ich sage. Pass gut auf. Ich sage es jetzt. Ich bin es nicht, Monty. Ich bin es nicht.
Du wirst älter. Wer weiß, wie viele Jahre du noch hast. Also denkst du über deinen Erben nach. Tja, dieser Clay ist der Mann dafür. Er ist der Sohn, den du immer haben wolltest. Was für ein Anblick. Ein geläuterter Schmuggler, der Jacobs zum Horizont führt. Und ich? Ich werde einfach mein Leben leben. Ich bin kein Revolver. Oh, und schalte auf deinem Weg ruhig die Anhänger der Kalypsos aus. Diener, Anhänger, fast so entbehrlich wie Kammerjäger. Hallöchen, ich bin Merle. Schreib dich U, sprich dich Ö. Hexer des siebten Alephs und Meister der feurigen Künste. Mir macht eine Hexe Probleme. Lebt im Sumpfweg. Ich glaube, sie hat den Pakt gebrochen. Ist bestimmt auf dem Weg. Du musst ihr bei ein paar Sachen helfen und rausfinden, was sie im Schilde führt. Ihr Name ist Azalea Splitter. Ein echt verrückter Sohn. Du musst für mich herausfinden, ob sie den Pakt gebrochen hat, den wir alle eingegangen sind. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Supergeheimes, okkultes Zeug. Ah ja. Ich bin hier eine Feuerwaffe. Luten, luten, luten. Muss man kaputt machen, sagst du? Ich wollte Banjo spielen. Geht nicht. Das war eine ganz miese Idee. Hier wird jetzt echt so. Lenkt sie ab. Lenkt sie ab. Abgebrochen. Übertreib es nicht, Kammerjäger. Sie ist ziemlich mächtig in dunkler Magie. Ich habe gehört, dass du Unterstützung benötigst. Ja, das muss wohl der neue Bote sein, den ich angefordert habe. Ausgezeichnet. Sammle ein paar grüne Sumpfblütenpilze, damit ich mein Gebräu vollenden kann. Meine kleine Trüffelsucherin Piggy zeigt dir, wo du welche findest. Verreckt. Aber Pippi kann die Grünen leider nicht von den Roten unterscheiden. Bring mir nur die grünen Schätzchen. Du Yo. Bist Beute. Dieses Ende war dein Schicksal. Oh, Pippi. Was ja, Pippi, komm noch. Stell dich beim nächsten Mal geschickter an. Es liegt komm noch mit. Viel Arbeit vor uns. Pippi. Oh, ciao. Ist da jemand runtergefallen? Ja. Und weggewam. Okay. Minus 7000! Jau! Läuft bei dir! Ah, ja. Die ganze Hab ich schon. Leben, leben. Taschenrex! Der Pipi hier. Ja, Hammer. Je höher mein Schild, desto länger halten. Vorder Schicht 9 Öl fällt das auf. Das ist alles gut. Der Kleine kommt jetzt immer mit, ne? Pippi soll ja für uns suchen. Achso. Aha, da. Was? Du sollst grüne Sumpfblütenpilze für sie sammeln? Wenn du schon dabei bist, könntest du mir ein paar Rotkappige mitbringen? Wenn Azalea wirklich den Pakt gebrochen hat, dann wirst du noch sehr froh sein, welche zu haben. Vertrau dem alten Merle. Okay. Hi. Wow! Ist da wohl jemand
Alter. Wow. Willst du mich verarschen? Nee. Nein, bleib am Leben! Immer ein Pyrex im Ärmel! Danke fürs Schild. Okay, cooler Schild. Mein kleiner. Oder meine kleine. Schon okay, ich bring das in Ordnung. Ist ja nicht sie. So wie er immer sagt, meine kleine. Und jetzt lass uns jagen. Dickes Mistvieh eben, ey. Nimm die wieder eine Waffe. Nicht schlecht. Lass das Blut fließen! Die ist voll cool. Das sind ja. Brokkoli oder Petersilie, was sie auf dem Rücken hat. Komm, Pipi. Na, hast du was? Ich nehme mal kurz die Skills durch, ey. Mach mal. Überlegen, wo ich gleich weitermache. Oh, eine Kühlung wäre das geil. Wenn du manche stecken nichts mehr siehst, ey, weil es so dunkel ist. Pipi, ja, da bin kann ich. Kann ich denn Leute einfrieren? Hallo. Behalt die Rotkappen einfach noch ein bisschen. Wir nutzen sie, wenn die Zeit gekommen ist. Das Spiel ist voll cool. Ah, ja, du hast genügend Sumpfblüten für meine Zwecke. Jetzt komm zurück zum Brauritual. Brauritual? Ich bin fast Level 23. Ja. Jetzt sei so gut, Schatz. Und wirf die Pilze in meinen Doppelmoppel-Chaos-Kessel. Aha. Doppelmoppel-Chaos-Kessel. Mit diesen Pilzen werden meine Schergen mächtiger denn je. Lang leben die Kalypsos, meine dunklen Meister. Gilt meine Schergen! Zeigt ihnen die Macht von Azalias Gebräu! Ganz recht! Ach komm, verreck einfach! Rutsch mir den Sumpf runter, Kammerdieb! Das ist Tent, okay. Da bist du. Lustig, der aussieht, ey. Ne, ist hier ein Mistgeburt. Töte Feinde mit Wegangriff. Aber der alte Merl hat das vorausgesehen. Bring mir die anderen Sumpfblüten und wir kümmern uns darum. Okay. Jetzt ist mir auch klar, warum sie ihren Schwur und den Pakt gebrochen hat. Die Sirenenzwillinge anzubeten ist eine klare Verletzung unseres arkanen Mandats und so. Erstmal wir Hexer des siebten Alephs beten zum Knochenbrecher, zum Nachtspalter. Und zu all jenen unter dem Schlamm. Aber zwei Social-Media-Stars anzubeten. Tja, es gibt auch dunkle Pfade, auf denen der alte Merl niemals wandeln wird. Vor ein paar Monaten habe ich hier im Kessel ein richtig zünftiges Knallgebräu gebraut. Schmeiß die Rotkappen rein und tritt zurück. Yay. Ich sag's ja. Ich hab auch ein bisschen von dem Knallgebräu in den Kostverkaufen hier gepackt.
So solltest du in ihren Sumpf kommen, ihre Kessel zerstören und uns ein für alle Mal von dieser üblen Hexe befreien können. Ich hatte auch mal sowas. Auch kein Mensch, auch kein Mensch. Oh. Du weißt, wo du uns findest. Schnapp sie dir! Wer den Pakt bricht, der muss mit sofortigem Ausschluss aus dem Leben bezahlen. Okay. Auch